Hallo und herzlich willkommen hier auf Flipleute, eurem Lieblingskanal für 360 Grad Unterhaltung, meine Damen und Herren. Der Flo und ich gucken heute in die Unusual Memes Compilation 155 rein, um Spaß zu haben. Ich hoffe, ihr habt Spaß, wir haben Spaß. Spaß. Let's go. Rein in den spaßigen Aal. Midnight Snack. So, boom. Vor der ersten Pointe. Okay. Direkt vor der ersten Pointe. Nein, Frage an dich, ohne Scheiß. Was ist dein absoluter idealer Midnight-Snack? Idealer Midnight-Snack ist tatsächlich, ist schwierig. Es ist Banane. Also das Problem für mich, jetzt kommt es halt drauf an. Ist es ein normaler Unter-der-Woche-Snack? Weil dann habe ich die Zähne schon geputzt und möchte halt nichts essen, was die Zähne noch belastet. Weißt du, was ich meine? Das klingt so seltsam, aber das also ist so. Also Wasser. So nach, ja, aber Banane ist auch okay. Hm. Weißt du? Also ich muss sagen, also bei mir wäre es wahrscheinlich ein Kirschjoghurt. Mhm. Oder manchmal, wenn ich mir so denke, so, oh, noch so was Kleines. Und manchmal, so einmal im Vierteljahr, erwischst du mich dann wirklich von der Seite ganz hart und ich denke mir, boah, eigentlich auch nice. Und dann ziehe ich mir so ein großes, kaltes Glas Milch rein. Einfach so Cowjuice. Die Anmoderation klang eher so nach Penis. Ja, aber das halt öfter. Und dann bin ich halt auch meistens bei Olli oder dir. Aber so ein ich habe seit Ewigkeiten wirklich nicht mehr das Bedürfnis auf so ein pures Glas Milch. Ich liebe es zum Beispiel nach Cornflakes oder so. Die Milch trinke ich super gerne. Ja, das ist ja einfach Zucker dann. Nein, ich meine, also nicht nach muss ja nicht Zucker sein. Die ganz normalen, was auch immer. Ich nenne alles Cornflakes. Auch Müsli. Ah, okay. Auch, also so. Okay. Das, egal, was es ist. Ich weiß nicht, nee, also wirklich so bei Kuhmilch überkommt mich das wirklich so alle paar Wochen mal. Weil ansonsten bin ich ja so der größte Fan von so Oatly-Geschichten und so. Ja. Ja, witzig. Ah, okay. Eine Banane. Ja, ist also. Es liegt aber tatsächlich daran. Also es liegt daran, dass ich das. Aber eine Banane. Banane macht einen trockenen Mund. Nee, nicht. Ich esse Banane dann so, wie als wäre es ein Milchshake. Das ist ganz schwierig. Okay. Ich glaube, jetzt artet das aus hier. Ja, Nadine hasst das auch. Ich muss das dann auch echt immer in einem anderen Raum machen, weil ich beiß ein Stück ab und drück das durch meine Zähne vorwärts, rückwärts, bis das wie so ein Milchshake ist. Also wirklich püriert. Ja, super räudig, Alter. Es ist super geil, Alter. Super widerlich. Die Geräusche, die ich mir dabei im Kopf vorstelle, bringen mich wirklich dazu, völlig abzudrehen. Genau, diese Geräusche sind es. Nein, jetzt komm. Jetzt wird's bestimmt total lustig, der Rest. Übrigens, des Videos, sie nimmt unten rechts das weg und die ganzen Cupcakes fallen runter. Okay. Aber jetzt mal ohne Scheiß, Alter, war das an die Fliesen geklebt? Ja, anscheinend schon. Oh, das war, da waren ja auch keine Löcher, es war nicht gebohrt. Ja, deswegen. Boah, die hätte sich übel. Und dazu hat er auch noch so richtig schön so. Oh, das ist so ein typischer, ich wollte es mal richtig machen, Moment, Alter. Ei. Voll nice. Super gammel. Was? Wow, war das widerlich. Wow, war das laut. Okay, alles ist manchmal ist es so random. Das Essen sieht so aus wie der Boden. Oh lol. Hey, can you pass me my keys? Yeah, one second. Hä? You guys
today I'm going to teach you a really cool thing to do with leftover soup you might not have thought of. Oh, nein, 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 nein! Oh Gott, Alter. Lol. Wenn Günther groß ist. Eine krasse Katze. Ist es schon wieder so ein Menschen jagen Tiere Gedöns? Und verkacken. Der Mensch. Alpha Predator. Der perfekte Jäger. So sich. Läuft er jetzt bitte übers Wasser? Damn, that's a lot of fucking milk. Alter, was geht? Was zur Hölle, Alter? How much did that fresh Rolex set you back? An hour? What the fuck, kid? She just ran all the way along. Upside fucking down. Bro, she's broken. Ich hätte ja das nicht gesagt, wäre mir das im Leben nicht aufgefallen. Was ist das? Ist das Werbung für ein Spiel? Nee. Hä? Was soll das? Very excited about my new fridge. Look. Wait. We're going to water. Das war schön. Ah, das war ja richtig gut. Der Boden ist Lava. I'm going to get fucking caught up in edit. Hey. Fällt das? Ja, ich glaube schon. Ins Feld ist richtig witzig. Oh, lol, Alter. Oh nee, das ist eklig. Was aus sowas rauskommt, ist immer eklig. Okay, ist es nicht. Wer machst du denn zu? Oh no. Nice. Would you rather have a gay son or a thought daughter? What a wonderful day. I should get a snack. Oh, I guess I can't get anything out of there. Wie traurig sind denn die ganzen Kühlschrank-Videos? Aber auch sad, Alter. Sausage in water hose. Okay, Alton, pop it. Wie langweilig. Oh no. Oh, er hat Dark Souls einfach durchgespielt. Was? Rule number bloody one at the car wash is never use these brooms. Because they damage your... tend to damage your paint a bit. It's not the best for it. Wow, Alter, das hat mir Schmerzen bereitet. Ja. Oh! Meatballs. Alter, er ist richtig drauf! Er ist richtig drauf! Alter. Wow. Oh, ich bin so neidisch auf Menschen, die das können. Aber das ist ja auch der dümmste Becherhalter der Welt. Ja. Oh. Sie liebt es. Oh, das war ein Stück zu weit. War ihr Zaun. Just saying, McDonald's shakes, right? McDonald's shakes, right? McDonald's shakes, right? McDonald's shakes, right? McDonald's shakes. Wow. 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 Wow.
Alter, so stelle ich mir wirklich eine bekiffte Katze vor. Ja. Oh, da ist ja wieder der Tracks, Max. Ja. Lul. Joey. Sie kriegt von beiden Seiten. Man kann deswegen das Video nennen: Pussy wird von zwei Schwänzen verprügelt. Ja, ja, absolut perfekt, Alter. Videotitel steht. Oh. Süß. Aber das eine, Paul. Das eine ist gar keine Ente. Doch, das ist wieder dieses golden, wie heißt es? Schwarze Entlein, was dann das zum schönen hässliche Schwan- Entlein. Das hässliche, nicht das schwarze, das hässliche. Aber war es nicht auch schwarz? Ja, ja, es war hässlich, weil es schwarz war. Ja, Schwanen, genau. Weil Schwanenküken schwarz sind. Oder zumindest dunkelgrau oder so. Ja. Nun. Gut, Freunde. Danke für die, es war ein lustiges Video. Ich bin immer wieder fasziniert von, dass immer wieder diese 151 vorgeschlagen wird mit diesem riesigen Kopf auf diesem kleinen Fußballer. Danke dafür. Liken, abonnieren, kommentieren, teils in der WhatsApp-Gruppe, Alter. Teils in der WhatsApp-Gruppe. Komm in die Gruppe, Mann. Komm in die Gruppe.